Das ist der Blick. In der einen Flügel, geschätzt etwa 200 Meter lang, links und rechts Zimmer. Das ist also nur unser Südtower hier. Und jetzt drehen wir umdrehen und kommen hier auf unsere Türen geöffnet mit dem Magic-Knopf. Können wir drücken und dann geht das auf. Das ist unglaublich, also noch nie so etwas gesehen. Das ist unsere Cypress Suite. Cypress Suite. 6001. Unglaublich. Also die Distanzen, die Grössen von diesem Hotel mit goldbezogenen Tapeten, also so etwas zugeklackt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dann ist der Eingangsbereich. Ich muss mal auf die Seite, dass man überhaupt ein bisschen von dieser Größe etwas mitbekommt. Wie gross das ist da? Etwa 4 Meter breit, etwa 4 auf 4 Meter. Und dann gehen wir hier. Gerade. Grossleinwandfernseher, links Couch, rechts ein Tisch, Küchenbereich. Bar, Whiskybar, Whisky, einer besser als der andere. Ich flippe aus, das wollte ich heimnehmen. Was ist es überhaupt? So zum Aufladen, Batterie. Es sieht so geil aus. Bellagio. Es ist einfach so zu geil. Ich verrecke das Aufladegerät hier. Oh, dann Bellagio. Dann natürlich Minibar. Minibar hast du vergessen. Oh. Oh mein Gott. Das ist eine richtige Minibar. Ich bin in meinen kühnsten Träumen. Stell mir das so vor. Alles hat's. Alles, was das Herz begehrt. Das ist mal der Kühlschrank. Und das hier ist Schnäpsli, Schweizer Schocke, ich glaube es nicht. Dann hier Schnäpsli, 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 Schöttli und Snickers. Alles ist hier. Voilà. Jetzt haben wir hier Sinn. Sehen wir das hier noch einmal? Zurück zu den Türen. Nochmal. Silvia, ich glaube, der Silvia gefällt es auch hier. Es ist doch da zum Häuschen aus. Jetzt haben wir hier, auf dieser Seite gehen wir hier ins Badzimmer rein. Also das ist jetzt einfach mal Dummkleide. Dummkleide. Mit einem grossen Fenster. Das ist dein Badzimmer, Chaslo, die ganze Fabrik. Mit dem grossen Bad. Silvia tut das jetzt demonstrieren, wie man hier duschen. Ich muss hier noch schnell das Ding. Natürlich der beleuchtete Kleiderschrank. Dann? Das WC. Ich kann Chaslo anrufen, von meinem WC in sein WC. Das ist jetzt gerade sein WC hier. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal rüber. Weil auf dieser Seite von der ganzen Geschichte. Grossleinwand. Da ist mein WC. Mein Badzimmer. Symmetrisch dazu angekleidet von der Silvia. Sie hockt schon mal angekleidet auf von der Silvia. Es ist ein Sprudelbadwanne, einmal eine, die mich nicht gruselt. Top, super. Sogar Zebli, top, super. Genial. Yes.
Das ist der Silvieres-Baden. Natürlich auch mit einem beleuchteten Kleiderschrank. Mit einem verrümpelten Hochzeitskleid. Das darf gar niemand sehen jetzt schon. Und? Was? Hier ist ja auch dasselbe wie Visibi. Und jetzt wieder am Schatz noch die Anleiter zahlen. Von der anderen Seite. Okay, jetzt kommen wir noch zu unserem... Da konnte ich meine Kleider hier herum, ein Schminktischchen. Riesig. Jetzt könntest du noch Draperie, weil das hier wäre dann unser Schlafzimmer. Mit der Serviceablage. TV, mit der TV. Und hier sehen wir jetzt automatisch. Gehen die Storen aus. Und jetzt, wenn wir mal raus schauen, wow, sehen wir hier. Wow, das ist alles gesehen. Da schaut uns jemand. Sind die Augen immer noch dort oben so geil? Ah, I'm so very happy! Die Augen sind immer noch dort. Unglaublich. Was ist denn nur von diesem Hotel? Nachher gehen wir da auf den. Da natürlich hier schön liegen. Planet Hollywood. Sperry's. Gare de l'Est, Paris, Eiffel Tower, Balis, Zwieserat, Las Vegas, Flamingo. Und hier haben wir es, Caesars. Voilà. Caesars Palace. Das wäre jetzt unsere Aussicht. Das wäre jetzt unsere Aussicht. Aha. Und das ist die Aussicht. Fans, und wenn ich hier keine Lust mehr habe zum Liegen, dann ruckel ich einfach ins Bett rüber, schmeiße meine Glotzen an. Und dann jetzt? Dreifelturm vor mir. Hey, ich knalle mich. Sesam, öffne dich. So geil. Ich liebe es. Ich liebe das einfach. Ich wollte das schon immer mal wollen. Da kommt der Fernseher raus. Und oben steht «Willkommen, Silvia Walker». Ich hoffe, ihr seht das. Jawohl, genau nach meinem Style. So gefällt es mir. Ich werde willkommen geheißen. Ja, aber wir sind jetzt mit unserem Fernseher schauen. Dann werden wir den wieder runterfahren. Stipot, Vogue, alles ist ja, da. Ja, es hat eine Vogue. Fans, es hat endlich mal in Bellagio eine Vogue. Das glaube ich nicht. Jetzt stehen halt zwei Vogue nebenan, weil die in Bellagio zeigt irgendwie 700 Gramm mehr. Und das schießt mich natürlich an, das macht mich depressiv. Also nehme ich lieber meine, die etwas weniger anzeigt. Aber es hat eine Vogue. Fantastisch. Jetzt muss ich nur noch irgendwie das Aufladeding nehmen. Also das braucht man sich, glaube ich, heimnehmen. Ich glaube, anders kann es nicht sein. So, gehen wir wieder ein Gläschen Wein trinken. Ja, Fans, wisst ihr, was ich euch gar nicht gesagt habe? Im gesamten Bereich des Hotels, wo überall Spielautomaten sind, kann man rauchen. Jeder raucht, kannst rauchen, wirst am Spielautomat bedient. Ich habe heute 20 Stutz verloren.
bin jetzt gerade ein bisschen zu mir zum Spielen und der Chatzl hat auch nicht so Nerven für das. Aber wenn er dann schläft, dann schleiche ich mich aus dem Zimmer und gehe spielen. Also wir sind heute im Spielsalon da gewesen. Wir haben uns verlaufen. Wir sind etwa 1,5 Kilometer gelaufen, bis diese gesehen, wir sind in einem ganz anderen Tower. Wir müssen in einen anderen Tower rüber. Du, ich kann da Jogging machen im ganzen Zimmer rum. Oh, so geil, so geil. Ich bin fast nicht mehr zu bremsen. Ich bin total aufgeregt. So, no money for nothing. Bis später. Bye bye. Bis später.